Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Psst, still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen! Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh Gott! Ja! Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Oh los, komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Eine Stunde noch. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich... Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Oh, Josh ist doch nicht tot, hä? Huh? Okay, jetzt müssen wir mit Josh. Ach du Schande. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Oh mein Gott, wo soll ich hingehen? Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwör's. Alter, was für ein Psychofilm. Nein! Warum tut ihr das?
Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Du bist Ach du Scheiße! Ich war nicht darauf vorbereitet, wie hässlich das Ding wirklich ist. Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo hat eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Ein Versteck. Wie kommst du darauf? Schreckliches Gefühl. Dito. Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Das weißt du doch gar nicht, ob es einen anderen Weg gibt. Mike. Ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Fuck. Was für ein Grab ist denn das? Oh, Beth. Ihre Uhr. Holy shit. Okay, wir gehen doch hier rein, weil einen anderen Weg gibt's nicht. Ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich höre meine Finger nicht. Du bist doch gerade erst ins Wasser eingetaucht. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, oh. Also das, ich will keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Alles wird noch tiefer. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder ein. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Oh. Komm schon, komm schon. Wir haben es geschafft. Das muss doch saukalt sein. Okay. Weil da können wir wieder ins Wasser rein. Das wollen wir jetzt eher nicht. Ihr befehlt mir nichts mehr. Oh, oh
Okay, okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Wir haben Josh gefunden. Oh! 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 Er ist high oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Ja. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Ich hau jetzt mit Josh, oh Mann. Das soll mir hier was geben mit dem. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Wenn der wüsste, dass Jess noch lebt. Glückstote, okay. Das sah trotzdem irgendwie gar nicht gut aus. Josh ist auch so ein Zombie, ey. Der läuft auch wie so ein Zombie darum jetzt. Naja, vielleicht bekommen wir Josh gerettet. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, da hängen die alle. Dass ihr sterbt. Naja, gut, seine Schuld ist es ja auch nicht, ne? Dass da so ein Wendigo auftaucht. Ich weiß. Hier war übrigens ein Wendigo. Ich möchte es nur noch mal erwähnt haben. Dass so ein guter Plan ist, da wieder durchs Wasser zu marschieren. Ich habe da doch was gesehen. Oh, fuck! Oh, Hölle. Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Das ist Hammer. Fuck. Okay, keine Ahnung, ob ich Josh retten konnte. Auf jeden Fall steht fest, dass Hannah einer von denen ist. Und damit steht auch fest, dass Hannah ihre Schwester gefressen hat. Oh shit. Oh nein, oh nein, oh nein. Die hat auch so viel durchgemacht, das muss ja nicht sein, dass sie auch noch stirbt. Boah, die läuft total
Weiß ich nicht. Komplett verstört irgendwie.